Marc ist schon wieder unterwegs. Australien. Wo ist denn Bina da? Oh, ich würde auch gerne mal wieder in Urlaub. Wann war ich eigentlich das letzte Mal nett essen? Ein Esel! 4 of missing out. Kurz FOMO. So nennt man die Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, dass deine Freunde ohne dich Spaß haben. Vielleicht sogar mehr Spaß, als wenn du dabei wärst. Die Angst, dass auf einer Party, die du verpasst, der Shit passiert, über den dann alle reden und du nicht mitreden kannst. Das FOMO-Phänomen ist in unserer Generation so präsent geworden, dass es sich einige Psychologen zum Forschungsthema erklärt haben. Allen voran der Psychologe Przybylski, der folgenden psychologischen Evaluationsbogen namens FOMO-Scale entwarf. Erstens, ich habe Angst, dass andere tollere Sachen erleben als ich. Zweitens, ich habe Angst, dass meine Freunde tollere Sachen erleben als ich. Drittens, ich mache mir einen Kopf, wenn meine Freunde ohne mich Spaß haben. Viertens, ich kriege die Krise, wenn ich nicht weiß, was meine Freunde gerade tun. Fünftens, es ist mir wichtig, Insider-Witze meiner Freunde zu verstehen. Sechstens, manchmal frage ich mich, ob ich zu viel Zeit damit verbringe, immer auf dem Laufenden zu sein. Siebtens, ich finde es schlimm, wenn ich eine Gelegenheit verpasse, meine Freunde zu treffen. Achtens, wenn ich Spaß habe oder eine tolle Erfahrung machte, dann möchte ich sie auch online teilen. Neuntens, wenn ich ein geplantes Treffen verpasse, dann stört mich das ziemlich. Zehntens, wenn ich im Urlaub bin, halte ich mich auf dem Laufenden über das, was meine Freunde zu Hause machen. Wenn ihr dem Großteil dieser Aussagen stark zustimmt, dann leidet ihr wahrscheinlich an FOMO. Ich habe euch den Fragebogen unten auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch zum Spaß testen. Eine korrekte wissenschaftliche Auswertung ist da aber nicht dabei. Genau diese Fragen aber werden in psychologischen Studien immer wieder verwendet, um das Ausmaß der FOMO festzuhalten. Psychologen sind sich einig, FOMO und Social Media gehören ganz klar zusammen. Früher war es ja auch gar nicht so leicht herauszufinden, was die Freunde ständig machen. Heute wird man nicht nur täglich damit konfrontiert, sondern natürlich stellt sich jeder auf Social Media besonders toll dar. Hashtag Blast! Echt interessant, wie sich die Zeiten ändern. Bei meiner Recherche hierfür bin ich auf eine Studie von 1998 gestoßen, die Internetsucht mit Depressionen in Verbindung bringt. Süß, damals wussten sie noch nicht, was Internetsucht wirklich ist. Seit es die hier gibt, muss man Internetsucht wirklich neu definieren. Früher konnte man an einem Samstagabend in Jogginghose auf der Couch sitzen und sein Leben genießen. Heute sitzt man dann samstagabends auf der Couch mit einem schlechten Gewissen, weil alle Freunde anscheinend ein viel spannenderes Leben haben als man selbst. Es ist nur noch nicht ganz klar, ob Social Media FOMO vorantreibt oder ob FOMO die Nutzung von Social Media verstärkt. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. FOMO ist jedenfalls analog zu sozialer Ausgrenzung. Und warum das so schlimm ist, das wissen Neurologen. Die haben nämlich beobachtet, dass bei sozialer Ausgrenzung dieselben Gehirnregionen aktiviert werden wie bei physischem Schmerz. Außerdem wurde FOMO mit einem geringeren Selbstbewusstsein, geringerer Selbstzufriedenheit und einem allgemein schlechteren Gemütszustand in Verbindung gebracht. Was kann man jetzt dagegen machen? Wenn ihr Tipps habt, schreibt es in die Kommentare. Wir jedenfalls machen jetzt 2 Wochen Sommerpause. Und wir sind dann am 17. August wieder für euch da. Das heißt, die nächsten 2 Wochen könnt ihr zumindest auf diesem Kanal nichts verpassen. Beruhigend, oder? Schön schlau. Wie schlimm ist eure FOMO? Macht den Test, Link wie gesagt in der Beschreibung und schreibt mir euren Score. Mein Score ist 6, das heißt, ich habe keine besonders ausgeprägte FOMO zum Glück. Wir sehen uns wie gesagt nach der Sommerpause in 2 Wochen. Bis dahin, bleibt sicher.